dagegen oder dafür, Privatsphäre oder Sicherheit. Zu wissen, was man will, ist der erste Schritt, es zu bekommen. Es gibt eine Menge, was Schüler nervt. Zu viele glauben aber, da kann man eh nichts machen. Das denken die Achtklässler in Bergedorf nicht mehr. Sie wissen, wie man mit den richtigen Worten etwas erreicht. Und außerdem macht Debattieren selbstbewusst. Also wir machen das schon fast ein Jahr lang. Und das hat sich jetzt verändert, dass wir das nicht mehr so aggressiv machen. Am Anfang, da wären wir fast aufeinander losgegangen. Also da haben wir echt so geschrien und sind so hochgekommen und hochgepusht, dass wir echt gedacht haben, immer, unsere Lehrer standen daneben und hätten das fast abgebrochen, weil wir uns da fast geschlagen hätten. So. Und jetzt ist es halt so, dass wir echt sagen, gut, jetzt sei mal leise, jetzt lassen wir jetzt den anderen ausreden, diese müssen auch mal zu Wort kommen. Wir akzeptieren auch die anderen Meinung jetzt mehr als früher. Also ich finde, seitdem wir das auch machen, sind wir enger miteinander geworden, die Klasse. Weil früher waren wir sehr auseinander, sehr verschieden und wussten nicht so, was der andere denkt. Und jetzt, seitdem das ist, wissen wir halt sehr viel, was der andere denkt und was er halt auch fühlt dabei. Die Klasse ist zusammengewachsen. Schließlich diskutiert man nicht gegen, sondern miteinander. Wie ist das überhaupt gewesen?